Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Vlog und heute mal in einer etwas ungewohnten Umgebung. Und zwar seht ihr mal meinen, ich sag's mal, Arbeitsplatz. Und zwar mein Hauptmonitor, mein Nebenmonitor. Das ist da, wo die ganze Magie entsteht. Da unten, da ist theoretisch auch noch mein Rechner, der ja frisch aufgerüstet worden ist. Und ja, dazu gibt's gleich das erste Thema für diese Woche, und zwar das Thema CPU. Ich habe Wochen, Monate geschaut, ob ich endlich einen Intel i7 6700K finde. Habe ich dann endlich geschafft für den Preis, wo ich gesagt habe, es war okay, weil der ist ja kein Preis-Leistungswunder, weil er einfach so extrem vergriffen ist. Aber ich wollte die Boxed-Version haben, wegen der Garantie, und ich wollte ihn natürlich halt schnell haben, wegen der Lieferung, weil man kann ihn zwar noch für Preise bekommen, die recht überschaubar sind, aber wenn die Lieferung passen soll, dann wird es schwierig. Also habe ich dann einen gefunden bei ProShop. Und auf die bin ich echt sauer, weil ich habe den gekauft am Mittwoch, direkt sofort überwiesen und bezahlt. Dann war es so, das war um 14 Uhr, um 19 Uhr habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass er versandt worden ist. Bullshit ist er versandt worden. Der ist einfach nur der Auftrag an DHL geschickt worden, dass eventuell mal ein Paket zu denen gebracht wurde. Aber Mittwochabend kein Paket, Donnerstagabend kein Paket, Freitagabend kein Paket. Ich habe denen am Donnerstag und am Freitag eine E-Mail geschrieben, am Support keine Reaktion. Freitagnachmittag oder Freitagmittag habe ich dann den Support angerufen. Wenn schon eine Person nicht mal mit Namen hingeht in einem Support, dann ist es schon immer eher kurios. In dem Fall war es so, geht eine Dame ran, hat gesagt, ja okay, ich kümmere mich drum, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert, einen Tag oder sowas. Sage ich, ja, ich würde es gerne zeitnah wissen. Okay, ich gebe Ihnen noch Bescheid. Ende vom Lied war, ich rufe um 15 Uhr nochmal an. Support-Hotline ist leider nicht mehr besetzt. Rufen Sie am Montag wieder an, weil Samstag haben Sie ja gar nicht offen. Also bisher muss ich sagen, gar keine guten Erfahrungen mit diesem Händler gemacht, und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde morgen auf jeden Fall nochmal ganz penetrant dann da agieren und ja, vielleicht ein bisschen Gas geben, weil, ja gut, als Kaufmann weiß ich ja, was meine Rechte sind und wie es aussieht, und dementsprechend mal schauen, was da morgen passiert. Ja, das war mein Ärgernis die Woche, wenn man das so mal titulieren darf. Mein Highlight die Woche, würde ich sagen, ist ein Geschenk, was ich bekommen habe, und zwar von Oliver Hake. Der eine oder andere wird ihn auch aus meinem Chatham-Video kennen, da ist er nämlich auch kurz dabei gewesen, von BAFT. An dieser Stelle vielen Dank, Olli, für diese Abschlusstat von dir, weil Olli, muss man dazu sagen, hat aufgehört, der orientiert sich um, ist bei BAFT weg. Vielleicht der eine oder andere Warship-Spieler wird ihn auch unter seinem Nickname Storyteller kennen. Ich finde es sehr schade, ist ein sehr feiner Kerl, und dementsprechend wünsche ich dir alles Gute für deine Zukunft, und ich hoffe, ja, man sieht sich trotzdem weiterhin im Spiel und im Leben wieder. Dann hatte ich ja eigentlich versprochen, dass dieses Video das 10.000 Special wird. Vielen Dank an dieser Stelle für 10.000 Abonnenten. Ich bin immer noch geflasht, wenn ich da auf YouTube gehe und dann steht, wow, 10.000 Abonnenten, das ist schon sehr geil. Muss ich gestehen, war auch für mich immer sehr unwahr, dass das mal passiert, aber es ist passiert. Und dementsprechend, ich freue mich extrem drüber. Aber, also, wie gesagt, 10.000er Abonnenten-Special, ihr seht, es ist es nicht geworden, weil, da bin ich selber schuld, ich habe die Kommentare verbabbelt, beziehungsweise ich habe sie mir in der Form nicht ausgedruckt, weil eigentlich ist da der Sinn, ich will mir die Kommentare, die unter die anderen Vlogs gepostet habt, oder auch unterdessen noch, dann sammeln, dann habe ich mir einen Zettel und dann kann ich die Kommentare oder die Fragen, die ihr an mich stellt, ja eben vorlesen, weil eben bekanntermaßen das 10.000er Abonnenten-Special ist nochmal Frag den Karamba, das heißt, alle Fragen, die euch interessieren, könnt ihr entweder unter die alten Vlogs oder unter das jetzige nochmal posten, weil das werde ich dann auch mitbewerten, und aus diesen Kommentaren hole ich mir dann alle Fragen, die einigermaßen sinnvoll sind, raus und beantworte die. Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon fast für dieses Vlog geschafft. Danke. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Wir gehen langsam, aber sicher steil auf die Weihnachtszeit zu. Ich muss gestehen, ich weiß noch gar nicht, was ich wem schenke. Meiner Mom habe ich schon gesagt, was sie mir schenken soll, beziehungsweise habe ihr eine Einkaufsliste mitgegeben, aber auch mit Geld. Also nicht, dass ihr denkt, hier von wegen die Arme, sondern ich habe ihr gesagt, hier, nimm das, kauf mir vielleicht ein Geschenk davon und den Rest kauf du mir, weil ich muss gestehen, ich hasse shoppen, ich mag es gar nicht. Und meine Mom hat einen guten Geschmack, von dem her kann ich dir das gut überlassen, und ja, ansonsten gibt es ein bisschen Anschiss. So, das war's aber nun wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen, allen euch einen schönen ersten Advent und kommt's mir gut in die Weihnachtstage. Bis nächste Woche, da dann auch das 10.000 Abonnenten-Special. Tschüss, euer Alcaramba.